Hier findet der zweite Regiomarkt statt. Wir wollen die Gemeinde, die Vereine alle ein bisschen unterstützen. Und da haben wir uns gedacht, da laden wir alle ein und präsentieren uns und haben einen gemütlichen und schönen Tag zusammen. Hier findet heute der Regionalmarkt vom Rewe statt und den unterstützen wir natürlich sehr, sehr gerne mit selbstgebackenem Kuchen. Das Zusammenspiel mit den Kunden, mit der Nachbarschaft, mit unseren Lieferanten, besser geht's nicht an so einem Tag. Herz, was willst du mehr? Mehr geht nicht. Wir lieben euch alle und kauft und kauft und kauft. Mein Highlight ist, eigentlich sind alle meine Highlights, weil wir wollen die Händler hier unterstützen, miteinander, gemeinsam für die Region, in der Region. Und der Erlös von den Ständen, der geht an unsere drei Kindergärten. Und von dem Kartengewinnspiel, der Erlös, der geht an die Tierschutzvereine. Als Künstlerin der Region dachte ich, warum soll ich nicht zeigen, dass ich auch Kunsthandwerk mache, was hier reinpasst. Und die Bilder, die ich heute mitgebracht habe, entsprechen auch nicht den typischen Galeristenprodukten, sondern sind für das Volk der Region gedacht. Ich finde gut, dass wir uns hier vereinen, um zu zeigen, was überhaupt in der Region los ist. Ne? Ja, erntefrisch heißt direkt vom Erzeuger zum Kunden. Wir haben den Butzenhof hier mit seinen Schafen, Tiere zum Anfassen und Produkte halt von Schaf und Ziege. Frisch kann man als vieles bezeichnen, was lange Transportwege hinter sich hat. Und erntefrisch ist direkt vom Feld zum Kunden. Ohne irgendwelche extra Wege dazwischen. Wir bieten nicht nur im Markt die tolle Vielfalt an, sondern heute präsentieren wir mal was Besonderes vor dem Markt. Die Vielfältigkeit, Regionalität von und mit allen zusammen. Natürlich haben wir auch Vereine, die Hilfe brauchen. Und ich freue mich heute, dass ich hier eine Firma habe, nämlich die Firma Marx, die im Bereich Tiernahrung tätig ist und die gleich eine Spende an die Arche Noah aus Neschen übergeben wird, die Tierschutz betreibt. Ich bin von Auto Neustadt, das ist unsere Flotte. Hier ist der Rheinbenziner. Hinter dir steht der Colt Hybrid und dann ist der ASX, auch in Hybrid. Und der andere ist der Favorit, ist 100% elektrisch. Also ich finde, passt zu unserem Regionalitätskonzept. Manche ist jetzt gerade überrascht worden, weil die ortsansässigen Kindergärten wollten sich bei ihr mal bedanken. Die Kinder und wir haben dann überlegt, was wir im Regionalmarkt so präsentieren könnten. Und dass durch das in der Obst- und Gemüseabteilung hängt, ist doch bei einigen klar geworden, dass das Obst und Gemüse auch dann präsentiert wird.